Und wir sichern natürlich den restlichen Weg auch noch ab. Hier scheinen wir unsere Ruhe zu haben. Oh, Minen. Ich habe einige Minen entdeckt. Barrikade. Ich bin fast auf einen draufgetreten. Gut zu wissen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Also manchmal dauert das hier ja Ewigkeiten. Okay. Genug Munition werde ich ja wohl noch haben. Bleib, ich will drauf schießen. Ich will drauf schießen. Na. Und zwar... Ja. Ich wollte doch sagen. Gut zu wissen, dass wir übrigens auf die Minen schießen können. Das wusste ich nämlich am Anfang des Let's Plays auch noch nicht. Aber wenn ich mit Steuerung die Sachen anwähle und dann die rechte Maustaste drücke, dann kann ich anscheinend quasi alles abschießen. Die können wir auch nochmal erledigen. Und sie geht auch nochmal weiter. Und da vorne ist auch schon Bunker 0. Nicht mehr allzu weit entfernt. Das hat wehgetan. Das war es mit ihm. Okay, weiter. Speichern. Ach ja, der Schnellspeicher. Schöne Sache. Was? Okay. Ich glaube, sie sollte etwas aufpassen. Okay, wir bleiben mal hier mit ihr. Hier mit ihr. Ich werde noch zum Rapper. Den rhythmischen Sprechgesang habe ich ja anscheinend schon drauf. Okay. Ich gehe mal lieber. Das ist mir dann doch zu viel Action. Ich meine, wir können ja nochmal hier das Ultra-Medipack einwerfen. Na jetzt, werf's doch rein. Dankeschön. Und sie lebt auch noch. Das hört man gerne. Um Gottes Willen. Okay. Spiel speichern. Und zwar hier unten. Nochmal zur Sicherheit. Dann habe ich sogar zwei Spielstände. Gut. Wir gehen weiter. Und wir haben es überlebt. Hier ist noch eine Kiste. Ja, so viel dazu. Ah. Moment. Ja, wir helfen. So gut es geht. Der hier hat anscheinend auch eine sehr interessante Waffe dabei. Okay, jetzt aber. Jetzt können wir weiter vordringen. Mit Bedacht. Wir sollten also Vorsicht walten lassen. Okay. Immer schön aufpassen. Aber dann werden wir die Roboter auch los. Scheint ja zu funktionieren. Und dann ihn hier noch. Dann kann ich mal die Überreste durchsuchen. Na komm schon. Na endlich. Da hinten haben wir noch einen. Aber erstmal die Überreste. Und zwar ein Gauss-Gewehr und wahrscheinlich die entsprechende Munition dazu. Genau, ja. Nehme ich die mal mit. Achso, es war ja, ja. Ich wollte noch in die Kiste reinsehen. Die Waffe scheint auch sehr interessant zu sein. Ja. Gehen mal weiter.
Und Peter kann gerne auch mal weiter nach vorne fahren. Bisher ist der Kernwaffenträger noch erstaunlich intakt. Also, muss man schon sagen. Ich bin begeistert. Einmal hier entlang. Oh, da müssen wir aufpassen. Dann bringen wir die Kernwaffe mal hier nach drüben. Also, ich nehme mal an, der Bunker 0 ist sehr sicher. Wenn man schon eine Kernwaffe braucht, um seine Tür aufzusprengen, dann wird der wohl durchaus nicht leicht zu knacken sein. Okay, das Spiel stürzt wirklich gerne ab, wenn gerade mal, naja, einiges los ist auf dem Bildschirm. Also werden wir nochmal kurz hier nach hinten gehen und die ganzen Krabbelfiecher erledigen. Genau die. Moment. Na, komm schon. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Die sind wirklich verdammt nervig. Okay. Ja. Das hatten wir nochmal geschafft. Und ich werfe mir... Ach, mein letztes Ultra-Medipack. Ach, ich habe aber noch ein Super-Medipack. Gut, weiter. Gehen wir speichern. Jetzt sollte Peter auch ohne Gefahr hier entlangfahren können. Und während er mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten fährt, gehen wir mal hier entlang. Die Barrikaden müssen wir auch noch zerstören, aber hier war noch ein Roboter, ja. Und da hinten sind noch einige. Claris kann auch gerade mal die Barrikaden schon mal zerstören. Fast zerstört, okay. Barrikade. Ich sehe schon, hier sind wieder einige Roboter, die natürlich den Bunker beschützen, um jeden Preis. Ich meine, wirklich viel haben sie ja nicht zu verlieren. Die Roboter. Und wir schon einiges. Okay, Barrikade. Und diese auch noch. Perfekt. Dann ab nach unten. Okay. Dann mal los. Ich bin sehr gespannt. Dann weiter hier entlang. Und ich hoffe, wir werden aus dem Kampf siegreich hervortreten. Oh Gott. Der macht ordentlich Schaden. Und mit ordentlich meine ich ordentlich. Okay, beschädigt. Der hat auch noch einiges an Leben. Gehen mal hier entlang. Ja. ...600 hat er noch. Das Geschütz schießt auf uns. Ja, wir müssen aufpassen. Okay, aber erstmal weiterschießen. Noch sind wir ja nicht am Ende. Sie kann mal hier beiseite gehen. Das war nicht so gut. Ich glaube, ich sollte auch mal den Generator zerstören. Ich habe das Gefühl, das würde schon mal sehr viel ausrichten. Boah. Das Teil macht so viel Schaden. Verdammte Axt. Okay, hier entlang. Nicht zu unterschätzen. Okay. Ja, ich gehe mal beiseite.
sag ja, das Teil ist nicht zu unterschätzen. Okay, ich habe den Generator zerstört. Um welchen Preis auch immer. Und wie ihr seht, hat uns das nicht wirklich viel gebracht. Verdammt. Okay. Da brauchen wir wohl sehr viel Geduld. Das ist echt Selbstmord. Wer ist denn das Teil? Ah, das ist doch dieser Behemoth. Das ist wirklich Selbstmord. Der macht einen unfassbaren Schaden. Boah, einen eklatanten Schaden. Okay, weglaufen, weglaufen. Ich muss mich hier irgendwo verstecken. Ich glaube, hier wäre wohl die beste Position anscheinend. Moment. Clarice? Ah, okay. Ja, ja. Jetzt rennt der natürlich weg. Was für eine feige Sau. Tja. Gut, Peter kann schon mal hier entlang fahren. Und Peter? Wo ist das Vieh denn hin? Da hinten. Jetzt guckt es in die andere Richtung. Tolle Sache. Beschädigt. Okay. Ja. Ich gehe nochmal etwas näher ran. Wenn wir mal treffen würden, dann wäre mir das auch ehrlich gesagt lieb. Okay, der ist gleich weg. Und nun... Aufgepasst. Und weg. Und weg. Beschädigt. Oh, das macht echt einen riesen Schaden. Schwer beschädigt, okay. Ja, so langsam haben wir, glaube ich, den Dreh raus. Oh Gott. Peter sollte aufpassen. 450 immer noch. Langsam, aber stetig wird das was. Es läuft ja schon wieder weg. Okay. Vielleicht mal hier hin. Ja, fast zerstört. Sogar noch mehr an. Ich erkenne gar nicht, welchen Charakter ich hier überhaupt ausgewählt habe. Aber irgendwie scheinen wir das Ganze ja zu überleben. Okay, der hier hat auch noch 343 Leben. Fast zerstört, immer noch. Also, naja. Fast in Relation gesehen. Okay, K.O. geschlagen. Mhm. Das heißt, wir können sogar mal etwas näher rangehen. Sollten aber dennoch vorsichtig sein. Ja, so viel dazu. Schon wieder K.O. geschlagen. Ich bin gerade etwas aufgeregt und hoffe, dass wir aus diesem Kampf hier siegreich hervortreten werden. Er ist weg.
Das heißt, es bleibt nur noch die Turret. Und der Typ da hinten. Die uns beide ziemlich hart penetrieren. Also im Sinne von Waffen. Natürlich. Ach Mann, komm. Ist echt schön. Überhaupt nicht nervig. Schwer beschädigt. Okay. An diesem Punkt hier scheine ich aber sicher zu sein. Nicht. Ich nehme es zurück. Ich bin nirgendwo sicher. Ist immer noch der Typ hier. Hallo? Achso. Ich habe Peter ausgewählt. Okay. Clarice. Natürlich. Und das Geschütz ist auch zerstört. Also Turret. Halleluja. Gut. Den Behemoth hatten wir auch schon zerstört. Und den komischen Roboter hier. Okay. Bunker 0. Wir sind bei dir. Das heißt, nur noch Peter muss hier durchkommen. Was für eine Aktion. Okay, aber wir haben das Ganze eigentlich relativ souverän und gut gemeistert. Von daher, den Generator, ach, der ist noch intakt. Den könnte ich auch mal zerstören. Ich schicke mal die Clarice hier lang. Okay, Peter. Und Clarice kann gerade mal den Generator zerstören. Sicher ist sicher. Und hier entlang. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Peter? Schöner Tisch hier übrigens, den haben wir ja schon vorhin gesehen. Atombombe einsatzbereit und aktiviert. Manhattan Projects Incorporated. Ach ja. In dieses Produkt. Das Manhattan Project, die haben ja damals an der Atombombe gearbeitet. Um den Countdown in spanischer Sprache zu hören, drücken Sie Taste 2. Um den Countdown in südstaatlicher Mundart zu hören, drücken Sie Taste 3. Ach ja, schön. Manhattan Projects Incorporated empfiehlt Ihnen nun, die Beine in die Hand zu nehmen, Schutz zu suchen und Duck and Cover. Duck and Cover. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Während im Kalten Krieg wurde ja auch der ganzen amerikanischen Bevölkerung immer eingetrichtert, wenn die Atombombe fällt, dass man quasi Duck and Cover machen soll, also sich unter dem Tisch verkriechen soll, weil das angeblich hilft, aber das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil wenn die Atombombe runterfällt, dann ist man mit Duck and Cover garantiert nicht sicher. Aber das wurde eben der Bevölkerung gesagt, damit die sich eben sicher fühlt vor den ganzen Sowjets, vor den bösen Sowjets. Meine Güte, diese ganzen Kommunisten, das ist echt immer diese bösen Kommunisten. Meine Fresse. Na schön, aber okay, wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Finde ich gut, immer wieder makaber. Ich mag den Humor von Fallout ja sehr. Wir sollen jetzt also laufen. Wohin sollen wir laufen? Gute Frage. Ich bin mir unsicher. Wie viel Zeit haben wir denn? Okay. Spiel gespeichert. Achso, ich speichere nochmal. Wo sollen wir uns denn verkriechen? Wahrscheinlich hier, oder? Ach, da oben sicher die Zeit. 32 Sekunden noch. Ich müsste auch noch... Oh, verdammt. Ich müsste auch noch meine ganzen Sachen einnehmen. Ach, Mann. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist gar nicht gut. Ich habe nur noch 20 Sekunden. Die Atombombe fällt, verdammt. Ich bin gerade in einer Stresssituation. Das sollen wir doch davor nehmen, oder? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich habe noch 6 Sekunden. Was, bitte? Oh Gott.
Jesus. Okay. So viel dazu. Schnellspeicher. Wir haben verdammt nochmal 40 Sekunden. Wo soll ich mich denn innerhalb von 40 Sekunden verstecken? Oh mein Gott. Okay. Das ist zu viel für mein Herz. Ich sehe da oben nicht mal den Countdown, weil der so weißlich ist. Okay, wir haben 30 Sekunden noch. Jetzt lauf doch weiter, Mann. Bleib nicht stehen. Oh Gott. Ja, ignorier die verdammten Roboter. Gleich bist du tot. Ich müsste die... Ja. Hallo, weiter. Sag mal, ich glaube die... Jetzt wollen die da nicht langlaufen. Was ist denn los? Das ist echt frustrierend. Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn in der kurzen Zeit bitte Schutz suchen? Ich weiß es nicht. Oder die Zeit ist schon gelaufen, während ich den... Aber das kann ja gar nicht sein, oder? Während ich den Text gelesen habe. Ihr seht ja, ich habe hier wunderbare 22 Sekunden, bis der verdammte Countdown abgelaufen ist und die Atomwaffe gezündet wird. Oh Gott. Ja. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt, wenn man weiß, dass die Atomwaffe in 5 Sekunden losgeht. Also man fühlt sich dann in echt natürlich nochmal wesentlich schlimmer, aber das ist schon eine Stresssituation gerade. Tolle Sache. Ich bin trotzdem gestorben. Tja, das ist ja blöd gelaufen, ne? Dann lautet eben die Frage, wo muss ich mich verstecken? Also, Duck and Cover machen, um, naja, das Ganze zu überleben. Ihr seht doch, ich bin viel zu langsam. Wie soll ich denn innerhalb von... den paar Sekunden ans... Ich glaube, ich muss da unten hin, aber ich komme doch da ohne weiteres nicht hin. Oh mein Gott. Ich halte den Stress nicht aus. Also hier komme ich schon mal hin, aber... Ja, wenn die mal hier... Ach, da komme ich nach unten. Okay. Ich ignoriere jetzt einfach mal die... Ja, danke. 10 Sekunden. Wir müssen da unten hin. Nee, da rein. Wir müssen da rein. Oh Gott. Yay. Ja, okay. Die Sequenz können wir schon. Okay. Beeilung. Okay. 38 Sekunden noch. Das Problem ist nur... Ah, das ist so ein verdammter Mist. Weil die manchmal einfach nicht wollen, wie ich will. Und dieser verdammte Roboter ist ehrlich gesagt keine große Hilfe. Komm schon, nach unten. Zwölf Sekunden noch. Der Countdown läuft. Kann ich bitte nach unten? Jetzt geht doch nach unten! Mann! Das Spiel ist gerade wirklich frustrierend. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich halte es nicht aus. Ich halte den Druck nicht aus. Ja, toll, danke, ne, Spiel. Also gib mir eben 40 Sekunden, um vor einer Atomwaffe zu fliehen. Danke. Ich meine, realistisch ist es ja schon mal. Ja, komm, jetzt mach den platt. Jetzt greif den noch an. Kann er jetzt bitte mal... Ja, ich hätte den vorhin erledigen sollen, aber... Oh. Mir reicht die verdammte Zeit nicht mal... um die Spinnen da zu erledigen. Toll. Man hätte mir ja auch mal eine Minute geben können, aber nein. Und hier kann er ja nicht direkt runtergehen. Ist da noch eine Leiter? Nein. Ich muss also zwingend hier an dem Roboter vorbei, der mich gleich mal abknallen wird. Ne, da komme ich auch nicht runter.
Und ich nehme an, ich muss dann in den Bunker rein. Neun Sekunden. Fünf Sekunden. Spricht der dritte Wissenschaftler Louis mit dem Bericht über den Auslöser des Grenzüberschreitungsalarms. Letzte Nacht versuchte eine Gruppe schwer bewaffneter Mutanten mit Gewalt in den Bunker einzudringen. Solche Kreaturen habe ich noch nie gesehen. Der kleinste war über 2 Meter groß und muss mindestens 400 Pfund gewogen haben. Ich glaube, dass diese Kerle in letzter Zeit in einige Kämpfe verwickelt waren. Jeder Einzelne hatte genug Feuerwaffen für einen ganzen Zug dabei. Richtig schockierend waren aber die Nahaufnahmen der Sicherheitskameras. Die armen Kreaturen sind fürchterlich mutiert. Ihre Züge erinnern nur noch entfernt an Menschen. Ich weiß nicht, ob sie ein Ergebnis der nuklearen Verstrahlung sind. Es gibt jedoch zu viele Gemeinsamkeiten in ihrem muskelbasierten Körperbau, als dass man von einer zufälligen Mutation ausgehen könnte. Ihr Eindringen in den Bunker hat den Kalkulator endgültig aufgeweckt und das Notfallberuhigungsprotokoll wurde eingeleitet. Ich glaube nicht, dass die eindringenden Mutanten erwartet hatten, ein Ungetüm bekämpfen zu müssen. Aber das Ergebnis war... Ach ja, okay. Wir leben! Wir leben! Okay, jetzt müssen wir erstmal... Mit 30:3 für eine Reduzierung der Kosten des Bunker Null Computersicherungssystems von 24 auf 2,3 Milliarden Dollar gestimmt. Diese Kürzungen gelten ab sofort. Das kennen wir ja schon. Das wurde aus zweierlei Gründen getroffen. Zum einen die nur noch geringe Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Krieges, zum anderen die dringend benötigten Gehaltserhöhungen für leitende Mitglieder des Komitees. Des Weiteren werden die ursprünglich für Computersicherungssysteme und lebenserhaltende Systeme vorgesehenen unterirdischen Bunkerräume... Kennen wir schon. Der Sprengkopf hat seine Aufgabe erfüllt. Ja, danke. Der Weg in den Bunker Null ist frei. Geh jetzt hinein und beende deine Aufgabe. Das freut mich. Ich würde jetzt erstmal gerne die Roboter da erledigen. Die machen mir etwas Angst. Gut gemacht, Krieger. Okay. Du hast den äußeren Ring vom Bunker Null durchbrochen. Jetzt musst du nur noch den Kalkulator finden und zerstören. Der Deckertrupp hat den Weg bereits freigemacht. Du solltest aber trotzdem auf erbitterten Widerstand der Roboter gefasst sein. Hier geht's um alles oder nichts. Halte durch, Bruder! Sir, 6 Behemoth und eine ganze Horde von Beruhigungsrobotern sind in unseren nördlichen Sektor eingedrungen. Sieht ganz so aus, als ob's der Kalkulator nicht mehr lange machen wird. Gut, Neuling. Bring den Panzer an die Nordseite und löse den Alarm aus. Rufe alle Einheiten sofort zurück. Jawohl, Sir. Jetzt haben wir ein Problem, Bruder. Vernichte den Kalkulator und komm zurück nach Haus. Wir sorgen derweil dafür, dass es ein Zuhause gibt, zu dem du zurückkommen kannst. General Decker, Ende. Jawohl, Sir. Okay. Wen haben wir denn hier? Ach so. Phoenix? Wir haben anscheinend ein paar Verbündete sogar hier, das freut mich. Äußere Perimeterverletzung. Äußere Perimeterverletzung. Hauptenergiegenerator jetzt abgeschaltet. Notfallenergie aktiv. Toiletten abgeschaltet in den Abschnitten A5, A6, A9. Bunkertechniker benachrichtigt. Wünsche noch einen angenehmen Tag. Ach, dankeschön. Das ist aber freundlich. Bunker 0 also. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wo der Kalkulator ist. Beziehungsweise, ich meine, der Kalkulator ist ja wahrscheinlich ein Maschinenkomplex oder ein Computerkomplex. Der hier auch irgendwo sein muss. Und wir werden wohl auf einige Roboter hier treffen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir hier durchkommen werden. Und das wird dann wohl hier die, naja, vorletzte Mission in dem Sinne sein. Ich nehme mal an, wir müssen den Kalkulator zerstören und danach dann nochmal dem General helfen oder eben zurück nach Hause. Terminal. Tür.
Das Terminal. Bing. Na, das sieht ja nicht gerade einladend aus. Das ist ein Spaß. Paladin Maximus. Sei gegrüßt, Krieger. Wir werden die Aufständischen hier auslöschen und dir den Rücken freihalten. Viel Glück mit dem Kalkulator. Und geh da drinnen kein unnötiges Risiko ein. Die Zukunft des Ödlands liegt in deinen Händen. Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Thais. Achso. Ach, der hat sogar hier einige Super-Midi-Packs dabei. Dass wir wahrscheinlich nochmal vor dem großen Finale quasi ein paar Gegenstände eintauschen können, was sehr praktisch ist, ohne Frage. Okay, die Dame. Und Phoenix. Na schön. Okay, und dann werden wir uns wahrscheinlich ab hier durch den Bunker kämpfen müssen, der auch schon relativ groß ist. Hier sind die ganzen Sachen eingestürzt. Kraftwerk. Okay, ich kann mir schon mal vorstellen, dass wir hier die Kraftwerke zerstören müssen, damit wir den Kalkulator endgültig auslöschen können. Auch wenn ich natürlich noch nicht weiß, wo genau er ist. Hier haben wir noch ein Terminal. Also genau ausmachen kann ich es leider noch nicht. Wo der Kalkulator eben ist. Hier haben wir auch noch irgendwelche Terminals. Wir werden ihn auf jeden Fall früher oder später finden. Nun gut, ich unterbreche dann aber auch mal kurz die Aufnahme. Aber ich mache dann einfach nach dem Cut direkt hier weiter. Also bis gleich dann, nach dem Cut. Wenn wir uns endlich, hoffentlich, um den Kalkulator kümmern. Na schön, dann kümmern wir uns mal um den Kalkulator. Und herzlich willkommen zurück nach dem Cut. Aha, hier haben wir einen Bildschirm. Die Frage wäre jetzt folgende. Wollen wir eventuell den ganzen Leuten ein paar Sachen abkaufen? Super Medipack. Wie viel kosten die denn? Nicht gerade wenig. Wir haben noch $5,540. Vielleicht drei davon kaufen? Können wir ja mal machen. $2,200. So viel kann ich ja nochmal aufwenden. So, fertig. Okay. Wir haben immer noch unsere Fusion Cola dabei. Er bezahlt uns schon mal 1300 dafür. Der Händler in unserem Bunker hat uns nur 100 angeboten, 300. Also man muss schon sagen, diese ganzen Quartiersmeister, die zocken uns ab. Die ziehen uns über den Tisch. Meine Güte. Okay, Paladin Maximus, Kronis. Medipack hat auch nochmal super Medipacks dabei. Die hier sogar noch mehr kosten als bei dem anderen Kollegen. Okay. Phoenix und Maelura. Schöner Name übrigens. Wie viel kosten die hier? Auch mehr. Mann, oh Mann, oh Mann. Und Phoenix. Okay, ich vergleiche hier einfach mal die Preise. Na schön, ich würde einfach mal sagen, wir ziehen weiter, um den Kalkulator zu finden. Hier haben wir ein Terminal. Sieht wissenschaftlich aus. Dann benutzen wir Wissenschaft. Da bin ich ja sehr versiert. Danke, dass Sie das Informationsterminal von Bunker 0 aktiviert haben. Die Temperatur beträgt 75 Grad Fahrenheit, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 20%. Herunterladen der Informationen auf das Pip-Boy-Zielverzeichnis abgeschlossen. Wünsche einen angenehmen Tag. Vielen Dank. Ich nehme an, das war schon mal förderlich für unsere... Mit den Informationen aus dem Terminal kannst du zum Sicherheitsflügel im Westen weitergehen. Versuch einen Weg zum Kältebereich oder dem Kraftwerk zu finden. Na schön. Das scheint also schon mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das scheint schon mal richtig gewesen zu sein. Das war... sehr interessant. Ach du Heilige nochmal.
Ich gehe mal beiseite. Das war dann doch zu viel für meinen Geschmack. Ich habe doch jetzt die ganzen, genau, die Super-Medipacks. Zwei hiervon und zwei hiervon. Ich bin leicht überfordert, es tut mir leid. Ich hätte jetzt nicht mit dieser Unmenge an Robotern gerechnet. Naja. Was will man machen? Okay, dann nochmal schnell speichern. Und jetzt können wir uns hoffentlich mal ranwagen. Mehr oder weniger. Ich bleib trotzdem mal lieber auf Abstand. Okay, ich sollte wirklich aufpassen, weil der Paladin schießt von hinten. Und Peter hat gleich was abgekriegt. Na, großartig. So, Leute. Wie sieht es aus? Kommen wir hier heute noch durch? Security, Power. Hier hinten sind noch diese ganzen Kraftwerke. Ja, dann sollten wir wahrscheinlich mal die Kraftwerke hier ausschalten, nehme ich mal an. Kann ich mir zumindest vorstellen. Sicher bin ich mir dabei natürlich nicht. Okay. Der General geht über in den Nahkampf. Achso, ja. Okay. Wieso greife ich jetzt die eigenen... Das war nicht richtig. Ups. Achso, okay, Moment. Ich lade nochmal neu.